Der Kreis hat sich geschlossen. In dieser Saison sind erstmals alle Arlberg-Orte über Seilbahnen erschlossen. 3 Jahre wurde geplant. In nur 7 Monaten Bauzeit ist die neue Skischaukel entstanden. Das war der Plan. Eine alte Bahn wird abgerissen. Gleich 4 neue Bahnen müssen aufgestellt werden. Die neue Flexenbahn schafft dann den Anschluss nach Stuben-Alperautz zur neuen Drehscheibe. Hier erfolgt der Umstieg ins Skigebiet St. Anton oder nach Stuben. Und in Lech wird die Hauptverkehrsader, die Bahn nach Oberlech, erneuert. Insgesamt müssen in 7 Monaten 5 neue Seilbahnen und 8 neue Stationen aus dem Boden gestampft werden. Noch läuft die Skisaison am Arlberg. Schon beginnt der Abbruch. Die Zeit drängt. Gondeln müssen aus dem Seil gehoben werden. Die Seile müssen spannungsfrei gemacht werden. Wenn ich ehrlich bin, ich darf gar nicht dran denken. Das ist dermaßen eng gestrickt, dass wir wirklich hoffen, dass wir termingerecht im November in Betrieb gehen können. Eine Woche später, bei einem halben Meter Neuschnee, fallen die ersten Stützen. Das sind die Meeresstrukturen, muss man da haben. Kranzl, kommt schön. Und oben eine Stütze, 4, 5, 6 und 7. Siehst du die noch unten? Also ich bin Papke drauf. Nein, dort unten mit dem Hang. Der Seilbahnaufbau in Zürs für das Flexen-Projekt beginnt. Regen, Nebel. Die Wetterbedingungen machen zu schaffen. Und für den jungen Projektleiter des Seilbahnbauers, Albert Jochum, ist es zudem das erste Großprojekt. Der geplante Abflug wird verschoben. Der Schwerlasthubschrauber kostet 12.000 Euro die Stunde. Und es müssen heute Stützen für gleich 4 Bahnen geflogen werden. Wir haben selten so einen Platz, wo so viele Teile da liegen, die weggeflogen werden. Also von dem her ist das schon ein Superlativ, würde ich mal sagen. Erst am Nachmittag geht der erste Seilmast in die Luft. 320 Tonnen werden heute geflogen. Die Männer bei den Stützen sind bereits in Position. Sie warten auf den Kamov und die bis zu 3,5 Tonnen schwere Ladung. Ein Stützenflug erfordert zentimetergenaue, perfekte Zusammenarbeit zwischen dem Team am Boden und dem Piloten. Jetzt muss der Pilot die Maschine ruhig halten. Jeder Fehler hätte fatale Folgen. Speziell die Distanz von dem Teil, das angeflogen kommt, auf die Stütze, das sieht der Pilot nie ganz genau. Und das ist dann auch je nach Sichtverhältnis ist noch ein bisschen schwieriger. Und da braucht es natürlich jede Person, die da auf dem Platz ist. Also sei es der Projektleiter, der Techniker, die Flughelfer vor allem. Und die Flughelfer geben dann die präzise Höhe, die Korrekturen. Und wenn der Pilot eigentlich nur das macht, was die Flughelfer ihm sagen, dann kommt's gut. Ja. Aber das Team ist routiniert, hat schon hunderte Stützen im gesamten Alpenraum gesetzt. Die große Herausforderung ist, dass nach der Flugmontage, dass alle Finger noch dran sind und dass keine Unfälle passieren. Das ist eigentlich unser Ziel. Wie viel, dass wir schlussendlich da fliegen, spielt eigentlich so gesehen keine Rolle. Für die Seilbahnbauer ist der Job noch lange nicht fertig. Parallel dazu startet im benachbarten Lech ein Investitionsboom wie noch nie. Im Bergdorf werden über 150 Millionen Euro verbaut. Mitten im Zentrum klafft ein beeindruckendes Loch. 13 Meter unter der Straße errichtet ein Bauherr einen hochmodernen Skiservice. Die Herausforderung ist der Bach, die Nachbarn und die Tiefe, wo wir einfach jetzt sind. Also wir sind doch 6 Meter unter Bachbett, also 3 Meter neben uns fließt die Lech vorbei. Und wir haben ganz nahe an die Nachbarn rangebaut und
daraus ergibt sich schon eine ganz schöne Herausforderung. Der Baugrund in Lech ist knapp und stark reglementiert. Deshalb gehen immer mehr Bauwerke in die Tiefe. Auch bei der neuen Bergbahn Oberlech ist eine unterirdische Verladung vorgesehen. Und diese Baustelle wird noch viel Staub aufwirbeln. Ein britischer Bauherr verspricht ein Luxushotel und wird kurz vor Saisonbeginn Konkurs anmelden. Zwischen all dem Investitionswahn und Zeitdruck gibt es auch Momente der Entspannung. Auf dieser Baustelle auf knapp 2000 Metern. Eine moderne, auffallend schlichte Skihütte entsteht. Es ist eine besondere Herausforderung in vielerlei Hinsicht, aber es ist auch eine besondere Verpflichtung. Der Platz ist ein Platz, der der Familie schon über Generationen gehört und mit dem muss man entsprechend behutsam umgehen. Das ist nicht nur Freude, sondern auch eine große Verpflichtung. Bei manchen Hotelmodernisierungen bleibt kein Stein auf dem anderen. Zum Beispiel in diesem Luxushotel in Oberlech. Die Zimmer werden alle größer, einheitlicher. Qualitätsverbesserung ist das Schlagwort. Wir machen den Schritt, der auch in Lech über die Jahrzehnte unseren Erfolg erhalten hat, nämlich wir investieren in Qualität, wir versuchen in einem exklusiven Premium-Bereich Dinge anzubieten. Und die Investitionen, die jetzt im Moment in Lech gemacht werden, von denen gehen ja viele in diese Richtung. Also die wenigsten Hotels sind in der Lage, auch aufgrund von verschiedenen Regulierungen, ihre Kapazität zu erhöhen. Die meisten investieren in irgendeiner Form in besseres Angebot, in mehr Qualität. Chefmonteur Albert Jochum auf dem Weg zur kleinsten, aber höchsten Seilbahnbaustelle. Das Wetter war lange schlecht, immer noch ist es unsicher und die Zeit wird knapp. Dazu kommen schwierige Transportbedingungen zu der Baustelle auf knapp 2500 Meter. Das Problem ist das Gewicht der Teile. Die sind extrem schwer und da haben wir jetzt, bei dem Träger haben wir jetzt 7 Tonnen und dass wir das mit dem Kran zum Montieren kriegen. Also es ist alles am Limit. Am Limit sind auch die Bauarbeiten bei der neuen Mittelstation. Sie ist in den Fels geschlagen und wird das Herzstück der Skiverbindung. Auf den Baustellen in Lech geht der Sommer schon wieder dem Ende zu. Und Hotels und Restaurants wachsen in die Höhe. Der längste und schwierigste Transportweg in Lech führt auf die neue Skihütte. Der Eigentümer kümmert sich aber selbst um so ziemlich alles, auch um den Transport der Holzteile. Die Schwierigkeiten sind in der Länge vom Transport und die Enge der Bergstraßen. Zum Beispiel Lechwart ist einfach eine enge Straße. Eine Fuhre hat jetzt gedauert 4 Stunden. Eine Woche später steht der Holzrohbau. Auch bei der neuen Mittelstation in Zürs steht bereits der Rohbau. Und jetzt wird erstmals die Dimension klar. 3 Seilbahnen kommen hier zusammen. Die Mittelstation wird das Bindeglied von Zürs nach Alperautz und ins Skigebiet St. Anton. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, speziell die Trickhoffbahn 1 und 2 mit der 120-Grad-Ablenkung. Und natürlich die Bänkenplatzverhältnisse hier auf 2224 Meter. Aber es lässt sich lösen. Elektroarbeiten sind bereits im Gange. Und die besondere Nähe zum Seilbahnhersteller, der seinen Stammsitz in Vorarlberg hat, lässt auch eine Premiere zu. Erstmals ist auf einer Seilbahnbaustelle eine Frau im Einsatz. Es ist ganz spannend zum Sehen für mich, vor allem wie das wächst. Wie man sieht, wie zuerst, wenn du kommst, stand 5 Stützen da und jetzt mittlerweile ist Seile gezogen, sind Stationen so, wie das man kennt, es wird eine Seilbahn. Das ist ganz faszinierend zu sehen, wie es alles wächst. Wenn natürlich da eine Frau rumrennt, ist es natürlich schon mal im ersten Moment wegen was anderes, aber sie wird, glaube ich, akzeptiert und
sie gibt ihr Bestes. Bei der Talstation bei der Alpe Rauz an der Grenze zu Tirol kommen wieder drei Bahnen zusammen. Sie verbinden die Arlbergorte Zürs, Stuben und St. Anton. Am nächsten Tag beginnen die Spleißarbeiten. Dabei werden Förderseile für alle vier Bahnen mit einer Gesamtlänge von 14 Kilometern zusammengedreht. Die Zeit drängt, der nächste Schnee liegt in der Luft. Oberlech früh morgens. Heute werden die gerade angelieferten Kabinen aufs Förderseil der neuen Seilbahn gehievt und montiert. Das erfordert Präzisionsarbeit. Sie sind fast dreimal so groß wie die alten. Bei der neuen Bergstation werden die Gepäckstücke der Gäste künftig in einen Tunnel verladen und dann in die Hotels geschickt. Das Besondere ist sicher, dass Berg- und Talstation im bewohnten Gebiet ist. Dass Berg- und Talstation und Stütze wieder zufahren kannst. Und aber natürlich ein straffer Zeitplan ist auch eine Herausforderung. Die Pendelbahn kommt aus der Schmiede einer kleinen Bregenzer Wälder Seilbahnfirma in Doren. Sie ist die einzige dieser Art in Österreich. Noch 38 Tage bis zur Skisaisoneröffnung. Für manche wird es knapp. Gelassen ist das Bauteam auf der Skihütte. Hier läuft alles nach Plan. Auf den Seilbahnbaustellen sind mittlerweile über 260 Mann im Einsatz. Sie machen seit Wochen Sonderschichten und spüren den Winter. Jetzt haben wir halt ein bisschen Schnee gekriegt, aber noch nicht so dramatisch. Das hält sich ein bisschen in Grenzen. Aber sonst ist natürlich die Baustelle schon eher stressig. Stressfreier war das Liftgeschäft noch vor 80 Jahren. Hier in Zürs wurde Seilbahngeschichte geschrieben. Und ob Sie es glauben oder nicht, dies im Hintergrund ist der erste Skilift in Zürs und wahrscheinlich der erste funktionierende in ganz Österreich 1936. Er war nicht eben lang, dieser Lift, und schnell war er auch nicht. Sogar ein wenig unbequem muss er gewesen sein, wenn ich mir die Konstruktion da anschaue. Aber es ging aufwärts mit Schwung und das war schließlich das Wichtigste. Und genau zwischen diesen Häusern ist der Lift hinaufgegangen. Und wenn da die Gäste mit dem Pferdeschlitten gebracht wurden, dann musste man den Lift abstellen und warten, bis die Pferdeschlitten wieder beim Haus waren. Und dann gab es auch die Motorschlitten. Und da haben wir uns als Buben dann hinten angehängt in Lech, wenn der vorbeigefahren ist. Unten am Ortsausgang sind wir von einem Hügel heruntergefahren zum Bus hin und haben uns hinten angehängt. Heute steigt die Spannung. Die Bahnen sollen zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Ein aufregender Moment, selbst für erfahrene Techniker. Und heute wird es spannend. Heute nehmen wir den Bahnhof in Betrieb. Die Bahn selber läuft, haben wir schon ausgetestet. Sicherheitseinrichtungen, alles geprüft. Und jetzt werden wir schauen, dass wir die Kabinen in die Anlage bringen. Ein letzter prüfender Blick vom Chefmonteur. Und dann geht's los. Jetzt auch frei. Die Gondeln werden zum ersten Mal hinausgeschickt. Die gesamte Anlage ist selbst für den weltweit tätigen Vorarlberger Seilbahnkonzern eine Herausforderung. Alle Seilbahnteile stammen aus dem Werk in Wolfurt. Besonders herausfordernd bei der Planung waren eine über 80 Meter hohe Stütze und das Bewältigen der extremen Lawinenkräfte. Die daraus resultierten, dass die Geländesituation sich trichterförmig bei der Stütze zusammenführten und wir da besondere Schwierigkeiten hatten, diese Kräfte in den Griff zu bekommen und aus diesem Grunde die Stütze auch exponiert und herausgezogen werden musste. Die neue Albona Bahn 2 schafft die bessere Anbindung des kleinsten Arlbergortes Stuben. Dieses Dorf mit 110 Einwohnern hat die Tourismusentwicklung lange verschlafen.
Stuben am Arlberg, wo schon die Kreuzfahrer vor dem beschwerlichen Anstieg Obdach und Zuflucht gefunden haben sollen, natürlich ohne Ski. Jede Menge Schnee hat es hier oben, aber noch keinen Lift auf die Albona. Dafür wurde Hannes Schneider hier geboren, der dem ganzen Arlberg bekanntlich den Stemmbogen beigebracht hat. Hannes Schneider zog dann nach St. Anton und Stuben fiel in einen Dornröschenschlaf. Erst das Flexenbahnprojekt hat alle wieder aufgeweckt. Und so hat das ganze Dorf sich frühzeitig auf die neuen Bahnen vorbereitet. In den letzten Jahren gab es einige Betriebsübergaben, zum Beispiel das Hotel Mondschein. Der alte Gasthof mit jahrhundertelanger Tradition wurde ständig umgebaut. Heuer sind in einem Nebengebäude großzügige Chalets dazugekommen. Stuben ist ein historischer Ort, ist historisch gewachsen. Und die Verbindung von Alt und Neu, die Tradition und das Moderne, haben wir unserer Meinung nach sehr gut verknüpft. Und die Gäste schätzen das sehr. Es ist kein Retortenort, es ist kein Retortenhotel. Es ist langsam gewachsen über die Jahrhunderte und das spürt der Gast. Neue Sportgeschäfte sind entstanden und erstmals gibt es wieder ein Haubenrestaurant. Stuben ist aufgrund von seiner Größe bzw. von der Geografie an diese Größe gebunden. Wir können nicht größer werden. Das heißt, wir haben nur eine Möglichkeit, um uns zu entwickeln, und das ist in die Richtung Qualitätstourismus. Aber 5-Sterne-Luxus sucht der Gast vergeblich. Damit heben wir uns ein bisschen von den anderen Orten ab, die auch sehr, sehr exklusiv sind. Wir sind eigentlich ein bisschen normal geworden. Mein Spruch, den ich immer wieder sagen muss, ist, in Stuben brauchen sie kein Porsche und kein Pelzmantel, aber sie sollten genügend Geld haben für eine gute Skiausrüstung. Das ist bei uns mit Abstand das Wichtigste. Ganz anders in Lech. Hier ist sogar der 13 Meter in die Tiefe geschlagene Skiverleih luxuriös. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung herrscht noch gedämpfte Hektik. Der Gast soll die Tiefe nicht spüren. Ein ausgeklügeltes Lichtkonzept hilft. Sogar die Seniorchefin ist bei der ersten Besichtigung begeistert. Ich war fasziniert, dass man aus dem, was es einmal war, so etwas machen kann. Da lupfe ich nur. Ich als Älteste bin eigentlich stolz, dass ich das noch erleben darf. Auch im Hotel Sonnenburg in Oberlech wird pünktlich gefeiert. In nur 7 Monaten Bauzeit sind alle 40 Zimmer grunderneuert worden. Um zwischen all dem Luxus hervorzustechen, muss man ständig neue Ideen präsentieren. Wir versuchen einfach an allen Dingen, die man im Hotel so berühren kann, einfach ein bisschen Geschichte dazu zu erzählen. So sind zum Beispiel unsere Tapeten in einer Ecke mit einem QR-Code versehen, der es einem erlaubt, über die Pflanzen, die auf der Tapete zu sehen sind, nachzulesen und zu erfahren, was sind das für Pflanzen, was haben die für Wirkungen, wo wachsen die. Wenn man aus dem Fenster schaut, kann man sich auf seinem Smartphone die Außenansicht darstellen lassen und sehen, wie heißen die Berge dort, wie hoch sind die, was kann man dort für Skitouren gehen. Dieses Luxus-Chalet-Haus hat finanziell turbulente Zeiten hinter sich. Doch rechtzeitig zu Saisonbeginn hat eine deutsche Unternehmerfamilie die insolvente Nobelherberge übernommen. 80% der Hotels sind in Lech im gehobenen 4- und 5-Stern-Bereich. Eine Dichte, die es sonst selten gibt. Und hier will man ganz oben mitmischen. Es gibt nur 9 Suiten und eine Residenz. Die bietet schlichten, legeren Luxus auf über 400 Quadratmetern. Das hat seinen Preis. Zimmerpreise beginnen bei 890 Euro pro Nacht für die Junior Suite und gehen dann rauf bis 19.990 Euro pro Nacht für unsere Residence. Die neue Skischaukel ist planmäßig in Betrieb gegangen. Naturschnee ist noch rar. Dank Kunstschnee gibt es einen eingeschränkten Betrieb. Die ersten Gäste sind trotzdem begeistert. Ja, gewaltig, was da jetzt gebaut haben. Also, man kann es gar nicht glauben, wenn man das vorher gesehen hat, was da eigentlich war. Fösen, alles eingebaut. Also, großes Kino, muss ich auf jeden Fall sagen. Die Flexenbahn überwindet jetzt in 7 Minuten den Flexenpass. Durch sie werden die Vorarlberger und Tiroler Arlbergorte seilbahntechnisch verbunden. Das Gesamtprojekt hat die Investoren 45 Millionen Euro gekostet.
Das wird sich langfristig sicher rentieren, weil wir ja auch die Busse wegbekommen haben, 120 bis 130 Busse jeden Tag von Zürs nach Rautz. Die werden eingestellt und diese Gäste, die mit den Bussen kamen, die kommen jetzt mit der Bahn. Die werden eingestellt und diese Gäste, die mit den Bussen kamen, die kommen jetzt mit der Bahn. Und so gesehen wird sich auch das rentieren. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man dieses Skigebiet an einem Tag abfahren kann. Ich glaube, die Vielfalt ist wichtig, dass ich heute das machen kann und morgen das und übermorgen wieder was anderes. Und so gesehen ist es schon wichtig, dass man diese Skigebiete verbindet. Und wir treffen ein letztes Mal den erleichterten Chefmonteur. Froh auf alle Fälle. Es geht eine sehr strenge Zeit zu Ende, sehr intensive Zeit. Aber ich glaube, auf das Produkt, was wir da jetzt hingestellt haben, darf man schon stolz sein. Stolz ist man auch in Oberlech, zwei Wochen später. Die neue Bergbahn ist zwar nicht ganz pünktlich, aber doch rechtzeitig vor dem großen Gästeandrang zur Hochsaison eröffnet worden. Der Zeitplan für die Baustelle war äußerst knapp bemessen. Dann eine Höllenbaustelle in der Talstation hatten, ein Schwimmbad könnte man sagen. Bei jeder Ankerbohrung waren wir auf dem Grundwasser. Wir hatten jedes Mal einen Geysir. Und mit viel Beton haben wir dann alle diese Löcher gestopft und dann die Talstation gebaut. Das war eigentlich das Haupthemmnis. Die Hauptverkehrsader von Lech ins autofreie Oberlech funktioniert wieder. Mit mehr Platz und Komfort für die Gäste. Am Ende der Skipisten des Arlbergs auf Vorarlberger Seite in Waadt hat man schon Erfahrung mit einem Seilbahnzusammenschluss. Die Verbindungsbahn zwischen Waadt und Lech hat vor 4 Jahren die Bergdörfer Schröcken und Waadt besser erschlossen. Das hat deutlich mehr Gäste angelockt. Die Hoteliers haben zuerst abgewartet, dann aber investiert. Jetzt sind auch internationale Investoren in den Startlöchern. Das Investoreninteresse ist auf alle Fälle gegeben und es laufen Anfragen in Waadt auch von Investoren, was in Waadt was machen wollen, aber das wird von uns genauestens geprüft. Heimische Familien haben ständig investiert. In Schröcken sind Luxuschalets entstanden für zahlungskräftige Gäste. Solche Unterkünfte waren vor kurzem noch undenkbar. Dieses junge Paar hat sich für einen Neubau des alten Gasthofes entschieden. Aber nur, weil das Skigebiet direkt vor der Hoteltür immer größer wurde. Jetzt sind sie schon in der zweiten Wintersaison Gastgeber in einem modernen, familiären 4-Stern-Hotel. Früher war der Gästebereich in Waadt war der mitteleuropäische Bereich. Und jetzt ist eigentlich die Amerikaner sind da, Kanadier, alles. Mal, wo man hinschaut, also man spricht mit den Leuten, das ist teilweise auch vor China, Singapur haben wir Gäste da und es ist sehr international geworden. Der Zimmerpreis hat sich gegenüber dem alten Gasthof verdreifacht. Jetzt sehen auch junge Familien wieder eine Zukunft in dem abgelegenen Bergdorf. Die Familie Drechsel übersiedelte heuer vom Rheintal in den Wintersportort. Das war keine leichte Entscheidung. Im Privathaus werden jetzt Ferienwohnungen vermietet. Es hat schon lange Überlegung gebraucht, aber eigentlich jetzt mittlerweile muss ich sagen, es ist recht leicht von der Hand gegangen. Dann, man gewohnt sich recht schnell da, wenn man die Natur jetzt, wenn man rundherum sieht, wenn man die Natur wirklich liebt, wenn man die Berge mag und einfach auch diese Situation da, dann fühlt man sich da sehr schnell recht wohl, muss ich sagen. Neben all den neuen Unterkünften, Bahnen, Restaurants und Skihütten ist es vor allem der Run of Fame, der zu völlig neuen Skifahrerströmen am gesamten Arlberg führt. Der Run of Fame, das sind 60 Pistenkilometer über 18.000 Höhenmeter von Waadt bis nach St. Anton und zurück. Auf halbem Weg in der neuen Mittelstation in Zürs wird in der Hall of Fame an die vielen Legenden und Pioniere am Arlberg erinnert. Zahlreiche interaktive Installationen und Infoboards nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise.
Entstanden ist mit 5 neuen Bahnen eines der größten und attraktivsten Skigebiete der Alpen. Aber das Wettrennen um Pistenkilometer und Skigebietsverbindungen geht weiter. Jedes Jahr werden die Karten neu gemischt.